Auf der Lama Ranch Circle C in Solenau steht momentan auch die Zeit still. Die Lamas und Schafe nehmen es allerdings gelassen, wie auch die beiden Ranchbesitzer Gerlinde und Herbert Krachler. Drei Hektar ist sie groß, die Lama Ranch Circle C im Bezirk Baden. In Schönau, zwischen den Ortschaften Günzelsdorf und Solenau, warten Lamas, Schafe und viele weitere tierische Freunde auf Familien, die den drolligen Lamas hoffentlich schon bald wieder einen Besuch abstatten werden können. Es hat vor langer Zeit begonnen. Wir haben einfach die Lamas toll gefunden und wir hatten da die Chance, ein großes Gelände zu bekommen. Und konnten uns unseren Traum Lamas sowie die Schafe für unsere Hunde verwirklichen. Da die Tiere extrem sanftmütig sind, sind sie vor allem bei Kindern sehr beliebt. Man verliebt sich eben rasch in die großen, sanften Augen mit den langen Wimpern und das weiche Fell der majestätischen Tiere. Lamas sind schon sehr eigenwillige Tiere, sind nicht so kuschelig wie Hund und Katze, brauchen ein bisschen Abstand, aber sie sind total süß, total sanfte Tiere, sehr gut geeignet für Kinder, zum Spazierengehen und auch manche Leute nehmen es für pädagogische Zwecke. Wie viele Lamas habt ihr? 8 Stück. 5 Stuten und 3 Wallach. Ermehren sich die oder wie habt ihr das im Griff? Wir haben keinen Hengst, wir haben nur Wallach, eben kastrierte Hengste. Was mögen Sie so sehr an den Lamas? Ja, dass sie eben so liebevoll sind, so ruhige Tiere. Ja, man kann schön mit einer spazieren gehen. Eventuell tragen sie kleine Lasten, so wie ein Picknick oder sonst irgendwas. Und nun wird die Frage, die sich jeder stellt, wenn er eines Lamas ansichtig wird, fachkundig beantwortet. Warum spucken Lamas? Ja, Lamas spucken zur Verteidigung, hauptsächlich auf andere Lamas. Nur wenn sie fehlgeprägt sind, dann auf Menschen. Normalerweise verschonen sie uns Menschen. Keines der Tiere wird geschlachtet, sondern verbringt ein gemütliches Leben auf der Ranch. Kann man eigentlich auf Lamas reiten? Nein, Lamas sind keine Reittiere, das sind Lastentiere. Sie können zwar bis zu 30 Kilo tragen, aber wir können sie nicht zureiten, das wäre zu gefährlich. Die meistgestellte Frage, warum spucken Lamas, haben wir schon unsere Kinderreporter gefragt. Jetzt noch eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Lamas und Alpakas? Also Lamas sind wesentlich größer als Alpakas, sind Lastentiere und Alpakas sind für die Wolle gezüchtet worden. Sind sie sich so vom Wesen ähnlich? Sind es verwandte Tiere oder sind es komplett konträre? Nun, sie gehören beide zur Familie der Neuweltkameliden. Im Vergleich zu diesen, was wir unter Kamel verstehen, Dromedar so zum Beispiel, das sind Altweltkameliden. Das Alpaka stammt vom Vicuña ab und das Lama vom Guanaco. Die Lamas und Schafe freuen sich auf sanfte Streicheleinheiten und ein paar Leckerlis. Auch die Riesenkaninchen laden zum Staunen und zum Füttern ein. Ein Hütehund und ein paar Katzen auf diesem besonderen Bauernhof dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber wie läuft das Leben auf der Ranch in dieser schwierigen Zeit? Wir haben kein Einkommen von den Tieren, weil wir machen normalerweise Laberwanderungen, Kindergeburtstage und wir haben auch Dogsitting. Und natürlich ist das momentan Situation alles nicht möglich. Aber ja, wir schauen trotzdem positiv in die Zukunft. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht zusperren, sondern ihr haltet schon noch ein bisschen durch. Natürlich, ja. Unsere Tiere sind ja auch unsere Haustiere, unsere Familienmitglieder schon auch. Deswegen würden wir nicht zusperren, weil die gehören einfach zu uns und zu unserem Alltag dazu.